Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Drumlin's Diner Story. Nein, bei Fallout 4. Wir müssen ein paar Kronkorken sammeln. Für mich ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Hab gelesen, ich muss jetzt nicht unbedingt alles vorlesen. Hab dir in die Kommentare geschrieben, das ist schon mal ganz gut. Ich werde mal... mal mehr, mal weniger was vorlesen. Vielleicht Main Quest mäßig auf jeden Fall. Ja, okay. Das dazu. Herzlich willkommen. Wir brauchen Kronkorken. Wie viele brauchen wir nochmal für das Gewehr? Wie viel haben wir überhaupt? 2000? Ich glaube 3000, ne? Ist jetzt die Frage... Machen wir die Quest? Oder machen wir eine andere Quest? Zum Beispiel, Moment. Das hier zum Beispiel. Wassermarsch brauchen wir nicht. Feuerunterstützung. Triff. Mauer, sprich mit Sturges. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht machen. Erstmal. Raider-Probleme. Backstreet Apparel. Wo ist das denn? Ist das das, was ich denke? Ja. Lass uns das doch mal zuerst machen. Ich glaube, das war bei mir bis jetzt auch immer bei jedem Durchlauf so mit die erste Anlaufstelle. Die scheiß Bude da aufzuräumen. So. Eben kratzen. Wo müssen wir hin? Okay, wir gehen schon mal in die richtige Richtung. Wir könnten bald ein... Right away nehmen. Da mal durch hier, Mensch. So. Dogmeat hat einen Gegner entdeckt, okay. Jetzt muss ich ihn mal eben positionieren. Mhm. So. Muss ein Licht anmachen. Oh ja. Okay, nicht einmal getroffen. Geil. Okay. Das war ein Heli. Nachladen. Wir müssen tatsächlich ein bisschen mit dem Muni haushalten. Oh ja. Stimmt, hier unten war noch so ein Geschütz drin, ne? Da hat man Dogmeat weggeknallt. Muss man bei mir auf dem Headset ein bisschen leiser machen. So, da können wir hier schön looten. Sehr schön. Sicherung. Ich bin immer gute Sachen raus. Lass mich mal eben hier hoch. Danke, Spiel. Bisschen Blut verschmiert, unser Köter. Okay. Mhm. Haben wir. So, ist hier noch jemand? Will noch jemand Beef? Okay. Ja, das mit dem Springen ist in dem Spiel, naja. Baseballhandschuh, Baseballschläger, wir nehmen alles mit. Und ein paar Zigaretten. Gucken, wie viel können wir noch tragen. Oh ja, easy. Öffnen. Klopf, klopf. Hallo. Kennst du noch mehr solcher Geschichten? Das wird dein letzter Kampf. Eddie. Kriegen wir die? Ich hab noch keine Angst. Aber auch ein Heli. So, hier haben wir eine Stolperfalle. Da vorne. Die können wir aber entschärfen, indem wir... Was für Dreckige, ne? Da bist du schneller tot, als du gucken kannst. Das schwöre ich euch. So, hier gibt es erstmal wieder einigen Loot. Das müssen wir halt nochmal klären, Leute. Wie sollen wir das machen mit dem Looten? Und mit dem Bauen später, mit dem Basebau. Wollen wir das alles zusammen machen? Soll ich mal offscreen auch noch ein paar Runden aufnehmen? Oder was heißt aufnehmen? Aber spielen und, weiß nicht, einfach Loot einsammeln hier. Oh, das wusste ich nicht mehr. Da wären wir fast reingelaufen. Können wir alles gut gebrauchen. Ja, das wäre eigentlich nochmal ganz wichtig.
meine, das ist natürlich für euch Unterhaltung pur hier mit mir. Ich kann viel erzählen. Dann über den hier. MK1 ist ja noch nicht so. Ja, mir fehlen die Worte. Was ist da los? Okay. Noch nicht so stark. Nee, nicht. Nehmen. Lass den Hund in Ruhe. Schön viel Blut. Ja, ist doch gut, Mann. Okay, ist direkt daneben. Zack. Bares Geld hier. Bares Geld. So wie hier. Aber das ist Vorkriegsgeld. Damit können wir natürlich nicht sehr viel anfangen. Ich würde sagen... Lass mich mal durch, Hund. Ich stürm rein. Ah, okay. Und lass mal schön drauf, ja. Headshot! Okay, wir haben natürlich die Mission jetzt abgeschlossen, die Quest, aber das reicht uns nicht. What the... Also... Okay, er hat gesessen. Okay, die Schrotflinte ist jetzt nicht so die geilste wohl. Adios. So, wir kriegen aber ordentlich Loot hier. Das ist halt mega geil. Den wir dann halt auch verkaufen können. Knochen, ja. Also wir nehmen den Knochen mit. Ich komm gleich. Keine Sorge. Okay. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Wenn ich richtig gelesen habe. Das ist ja bei dem, wenn du so ein Lootgeier. Also, ich bin natürlich kein Lootgeier. Du fingerst das so weg, Alter, ne? Ich sag's euch. So, erstmal nochmal eben gucken. Hier waren, glaube ich, die Toiletten oder so ein Quatsch. Nee, Umkleideräume. Okay. Ja. 1:0. Cool. Klebeband, Schraubenzieher, alles. Stealth Boy. Auch ganz nice. Ich bin nichts, ja. Hund, geh! Jeder, der das Spiel kennt, kennt diesen Struggle mit dem Hund, ne? So, bitte aufmachen. Knochen nehmen wir mit. Wofür auch immer. Ja, komm. Ja, ich komme gleich. Ich meine, wer Stress will, kann Stress bekommen. Wen haben wir hier? Geil. Hier. Was gibt's denn heute? Was? Ein Bagger. Nice. Das liebe ich auch an dem Spiel. Gibt's einige von diesen Teddybären, die gut versteckt sind. Die Mucke so dramatisch. Hier. Okay. Wollen wir mal hoch? Was haben wir? Okay, ein bisschen was können wir noch tragen. Ein, zwei Gegner können wir damit noch töten. Gott. Das war... Oh. Dogmeat macht das schon. So, ich glaube, jetzt... Was ist denn mit ihm? Nicht so aggressiv, Mann. Ein bisschen Angst vor ihm. Jetzt müssen wir, glaube ich, einmal... Und dann... Das hat sich über Nahen gehört. Gucken, ob wir ein bisschen Schrott geben können. Ja, knurr mich doch nicht an. Hallo? Handel? So. Schrott. Na gut, da haben wir noch ein bisschen Platz. Erstmal wieder langsam reinkommen hier in dieses wunderbare Spiel. Hast dich verpisst, was? Ich? Wo bist du? Zack, hat mir wieder alles weggegrabbelt. Haben wir hier, können wir nicht mitnehmen, okay. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Hallo?
Und schon müde. Oh, halt. Nicht Dogmeat dahin töten, sonst geben wir die Punkte nicht. Darf ich nicht vergessen. So, und das Geile an dem Spiel ist, wir können uns jetzt hier eine Stunde hinlegen und schon sind unsere HP wieder aufgefüllt. Eine Babyflasche, okay. Kronkorken, Stimpak. Lass mich doch mal. Und in jedem, also in jedem Gebäude, wo man reingehen kann, ist eigentlich immer irgendwo eine Matratze. Wenn ich lüge, dann sagt's mir. Wenn nicht, dann habe ich halt... Komm ich so nicht auf. Okay, kriege ich nicht auf. Ja, ist natürlich immer scheiße, gerade zu Anfang. Selbstmord mit dem Toaster. Okay, nice. Also, nicht, dass es nice ist, aber zu, ach, vom Spiel, ihr wisst, was ich meine. Okay, Einsteiger. Einsteiger ist was für mich. Alle einsteigen, bitte. Oh, oh. Nein! Ich glaube, den kriege ich nicht. Fick dich doch, Alter. Das gibt's nicht! Also in Dying Light waren wir viel, viel besser. Okay. Nehmen wir alles mit. Wir können sogar die ganze Bude looten. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir doch... Gut, ich habe direkt auf Stärke geskillt, dass wir ordentlich was mitnehmen können. Hätte ich fast das Gronkner-Käft hier vergessen, ne? Ausgezeichnet. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen Dauer 5% mehr Schaden. Okay, das ist für uns irrelevant. Ich laufe nicht. Ich wollte mal nach unten eben. Da war doch ein Terminal, wo wir die eine gekillt haben. Die Klatsch. Wo die geklatscht haben. hier. Vielleicht. Ganz. Hab ich gar nicht gesehen. Ganz vielleicht kann man damit den Tresor oben öffnen. Oh. Hör doch auf! Das Spiel hasst mich. Okay. Meine Güte. Ja. Fang immer wieder von vorne an hier. So. Zu gut geschützt. Ach, hör doch auf, ey. Hör doch einfach auf. So, wenn wir gleich... Oder wir werden gleich wieder nach Sanctuary reisen, wenn wir hier die Bude geklärt haben. Und da weiß ich auch schon, was wir uns als erstes bauen. Aber das zeige ich euch dann. Auch ein mega gutes Hilfsmittel, finde ich. So, moin! Ist hier noch jemand? Molotow-Cocktail. Ist alles Geld für uns. Hier, Bierflaschen oder was? Die Soundanimationen sind schon geil. Okay. Haben wir gemacht. Alles clearly. Ist hier noch irgendwo etwas, was wir einsammeln können? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich jetzt noch wüsste. Können wir ein bisschen auf den Häusern rumspringen, wenn wir Bock haben. Okay. Sieht nicht danach aus. Okay. Dann lass uns mal schnell nochmal eben handeln. Ja. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wenn ich mehr singen soll, schreibt ja. Wenn ich weniger singen soll, schreibt halt die Fresse. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel ein paar nur für Raider gibt. Wie spät ist denn jetzt gerade? Ach man, lass mich doch mal. Combat Zone, ja, kenne ich. Das kenne ich. Ich glaube, eine Stunde reicht. Aha. Sauber. Hey, du solltest morgen mal bei meinem Stand vorbeikommen. Commonwealth Weaponry. Bin doch hier. Ich habe schon mein ganzes Leben mit Waffen. Okay, ich nehme jemand anders, wenn du nicht willst. Du, ich kenne dich nicht. Also bleib. Beruhigung. Ganz los. Ruhig. Ich bin kein Synth. Genau das würde ein Synth sagen. Oh. Aber ich weiß nicht. Bist du wirklich ein Mensch? Ja. Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich habe Augen wie ein... Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Verstanden? Okay, wir können handeln.
Aber kein Blödsinn, verstanden? Hä, nein. Sag mal, ich will nur dein Geld haben. Hier, aber sag bloß nicht Schrott dazu. Was ist mit dir? Okay. So, erstmal rüber. So, Waffen, Baseballschläger, Billardkö, Impro-Pistole, weg damit, weg damit. Auch weg. Schlagring, Splittergranate, eigentlich ganz nice. Naja. Impro-Gewehr, Reptilgewehr, erstmal nicht. Wir kommen noch auf unsere Waffe. Okay. So. Munition nicht. Schrott behalten wir. Diverses. Wo war jetzt noch die... Hier. Weg. Weg. Wir haben ja zweimal. Was soll ich damit? Gepflegter Dreiteiler. Gurtzeug. Landarbeiter. Lederkombi. Oh, jetzt kommen wir hier bald an die Grenze von dem, was sie uns geben kann. Ja, passt. Was hat sie denn, was sie uns Geiles anbieten kann? Nichts. Doch, Ödländer-Oberteil. Die brauchen wir aber nicht. So, lass mich in Ruhe. Arturo, mein Freund. Mit allem, was ich habe. Klar, ich schau mal, was du hast. Klar. Selbstschutz. Ja, ist doch in Ordnung. Geht jetzt sogar ein bisschen mehr Kohle. Das ist schon mal ganz nice. So, weg damit. Weg, weg, weg. Warte mal, die Brillen hätten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt alle, gibt's uns Charisma? Ja. Weiß gar nicht. Ja, egal. Drei. Okay. Weg damit. Oh no! Warte, abbrechen. Hey, Arturo. Zu schnell gefettfingert, ne? Einiges an Zeug, falls du Interesse hast. Okay, wir schaffen es doch gar nicht mehr, dass ich noch was bauen kann. Leute, die Runde geht so schnell immer vorbei, oder die Folge? Junge, was ist denn da los? Modische Brille, Arbeitszweck, weg, 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 weg. So. Fünf. Okay, so wenig Kohle. Okay. Noch alles schlechter als das, was wir jetzt haben. Okay, komm. Map. Zurück, 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 zurück. Hier, wo wollen wir hin? Da. Nach Sanctuary. 49% Zufriedenheit nur. So. Das ist scheiße. Was denn? Was hat er gefunden? Dogmeat, dafür haben wir jetzt gar keine Zeit, Mann. Die Runde ist vorbei. Die Folge. Aha. Ja, super gemacht, Hund. Super. So, erstmal den ganzen Scheiß nehmen wieder. Komm, gib mir deinen Kram. Alles nehmen. Okay, gut. Leute, wir beenden die Folge. Nächste Folge als erstes, was wir machen. Wir bauen etwas, was geil ist, was gut ist, was uns hilft. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Gerade ein bisschen überfordert, dass es schon wieder so schnell vorbei ist. 18 Minuten schon wieder. Bis morgen. Haut rein.